Hallo und herzlich willkommen im Wald. Bin für euch heute mal ins nächstgelegene Hochmoor gefahren. Naja, ehrlich gesagt bin ich ins nächstgelegene Hochmoor gefahren, weil ich da gerne hin wollte, weil es schönes Wetter ist. Aber da ich hingefahren bin mit Auto, so fossile Brennstoffe verbrauchen und so, habe ich gedacht, ich nehme euch mit, weil man soll ja nicht alleine Auto fahren, weil das ist ja unökologisch. Also habe ich gedacht, ich kann ja meine 80 Abonnenten mal mitnehmen. Jawohl, das ist dann sehr ökologisch. 80 Leute, ein kleiner PKW. Das passt doch. Ja, also herzlich willkommen am Rand vom Hochmoor, Kaltenbronn-Hochmoor. Es gibt jetzt erstmal ein paar Impressionen und dann erzähle ich noch ein bisschen was zum Moor. Bis gleich. Besonderheiten im Moor. Die Bäumchen hier, jetzt gehen wir mal gar nicht darauf ein, was das für welche sind, aber fällt euch auf, die sind doch relativ dünn und kurz. Jetzt könnte man meinen, die sind jung, ist aber nicht der Fall. Das Wachstum hier verläuft einfach viel langsamer, als das auf produktiven Standorten der Fall ist. Also diese dünnen Dingerchen hier, insbesondere dieses dicke Teil, die können schon uralt sein. Ich traue mich da jetzt nicht ran, wirklich zu sagen, wie alt. Nachher stimmt's nicht, die zuständigen Leute hier im Naturschutzzentrum würden das wissen. Aber man kann sich schon mal wirklich sicher sein, dass es sich um ziemlich alte Bäume handelt. Also viel älter, als jetzt der normale Förster von seinem Wirtschaftswald gewohnt ist. Und wie ihr da hinten schon erkennen könnt, je tiefer man ins Moor reinkommt, desto kleiner werden die Bäumchen. Also die Wuchsbedingungen werden immer schlechter, was sich halt eben daran äußert, dass man als Baum immer kleiner wird und immer kleiner. Und irgendwann sind wir tatsächlich dann an einer moorbedingten Waldgrenze bis hin zur moorbedingten Baumgrenze, wo dann tatsächlich überhaupt keine Bäumchen, die als Baum zu erkennen sind, mehr wachsen. Es gibt innen drin immer mal wieder so kleine Zwergbäume, die botanisch gesehen eigentlich ein Baum sind, aber natürlich nur noch so groß oder irgendwas. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Zwergbirke, Betula nana, ganz hübsches Ding, tolle kleine Blättchen, kriecht so ein bisschen am Bogen rum, ist eine vollwertige Birke, also im Prinzip ein Baum, wird aber maximal, wenn es ihr super gut geht, mal 50 cm hoch in irgendwelchen Felsnischen. Gibt es auch viel in Skandinavien, bei uns insbesondere ganz selten, mal in den Alpen, noch viel seltener, wenn überhaupt in irgendwelchen alten Hochmooren. Aber ja, kann man sich streiten, ob die überhaupt in Deutschland wirklich vorkommt. Natürlich, man könnte es natürlich hinpflanzen. Und noch ein Fakt, den man hier hervorragend sehen kann von diesem Bohlenweg aus. Die Bäume am Weg vergleichsweise hoch und ein Stückchen dahinter, wie ihr seht, da steht da nur noch so kleines Zeug. Das liegt jetzt nicht daran, dass der Förster da irgendwas umgesägt hätte. Wir befinden uns hier im Bannwald. Das heißt, hier dürfen keine forstlichen Eingriffe gemacht werden. Hier wird überhaupt nichts umgesägt und der Wald wird so belassen, wie er von Natur aus ist, seit schon ziemlich lange. Ich weiß jetzt leider gerade nicht, wie lange. Aber man kann da schön sehen, die Bäume hier an dem Weg in Anführungszeichen kriegen mehr Nährstoffe ab als die Bäume da hinten. Das kann man auch super toll sehen, wenn man sich die Torfmoosvegetation anguckt. Dazu komme ich gleich. Ja, einfach weil hier ein Weg ist und über diesen Weg Leute Nährstoffe hier ins Moor reintragen, die Bäume dann gebrauchen können, weil mal einem die Zigarettenkippe runterfällt, weil mal einer von dem Bohlenweg runterpinkelt, weil mal irgendwer seine Banane in die Wandschaft schmeißt oder sonst was. Jedes bisschen Nährstoff, auch schon allein der Dreck an den Schuhen, ist Nährstoffe für die Pflanzen hier im Moor. Weil das Moor ist ein so nährstoffarmer Raum, dass jedes bisschen Material, was man von außen reinbringt, also wirklich ganz egal was, sofort die Nährstoffverfügbarkeit im Moor erhöht. Was schlecht ist, weil dann haben die speziellen Moorpflanzen, die an Nährstoffmangel angepasst sind, eben keine große Chance mehr, sich gegen die anderen Pflanzen durchzusetzen. Siehe auch dazu mein vorletztes Video. Oder letztes? Naja, ich verlinke es euch.
Jetzt benutze ich mal ganz fieserweise diese Grafik. Also, bei 1 haben wir hier die Buntsandsteinschicht. Also im Prinzip einfach das Ausgangsgestein. Jetzt ist die Situation, in diesem Fall hier Buntsandstein im Nordschwarzwald, die Situation ist jetzt folgende. Wenn es jetzt sehr, sehr viel regnet, dann staut sich irgendwann hier drauf ein bisschen das Wasser, weil es einfach nicht schnell genug zur Seite hin abfließen kann, insbesondere in relativ flachen Bereichen, wie das jetzt hier oben auf dem Kaltenbronn der Fall ist. Also so ein Moor braucht immer einen sehr, sehr flachen Bereich mit sehr, sehr, sehr hohen Niederschlägen und wichtig, eine Stauschicht, also einen Bodenbereich, durch den kein Wasser durchdringen kann. In diesem Fall ist es einfach festes Ausgangsgestein, Buntsandstein, festes, massives Material, da geht kein Wasser durch. Jetzt regnet es so viel, dass das Wasser nicht schnell genug zur Seite hin ablaufen kann und dann alle Pflanzen, die nicht super speziell angepasst sind, an enorm hohen Wassermengen, sterben dann einfach ab, weil sie zu viel Wasser bekommen und die Wurzeln einfach nicht mehr atmen können. Das ist so das Hauptproblem. Eine Wurzel muss genauso atmen wie ein Tier, in Anführungszeichen, weil die Wurzel ist nicht grün, kann demzufolge keine Photosynthese und kommt an ihren nur an Sauerstoff, genau wie wir, durch die Luft. Und wenn halt keine Luft mehr an die Wurzel dringen kann, weil alles unter Wasser steht, dann hat die Wurzel verloren und stirbt ab und die ganze Pflanze ist im Eimer. Nur Pflanzen, die im Prinzip wenig Wurzel bis gar keine Wurzel haben, ein Moos zum Beispiel, haben da dann noch eine Chance. Und deshalb setzen sich dann in so einer Situation, beginnen sich erste Torfmoose anzusiedeln, die quasi sich auf dem Wasser ansiedeln können, beziehungsweise wenn ein bisschen Substrat vorhanden ist, also ein bisschen Boden, wo sie sich dran festhalten können, können sie sich da ansiedeln, nehmen die Nährstoffe direkt aus dem Regenwasser auf, brauchen also gar keinen Kontakt zum Boden, wie es bei fast allen anderen Pflanzentypen der Fall ist, die über eine Wurzel verfügen, also höhere Pflanzen. Wachsen dann quasi ein Stückchen in die Höhe. Sie können also eben in ihrem Laub sozusagen jede Menge Wasser, in ihrer Struktur selbst sehr viel Wasser speichern, halten dann auch das Wasser, wodurch das ganze ohnehin schon feuchte Milieu nochmal feuchter wird und wachsen dann ein Stückchen in die Höhe, während ihr unterer Teil, also ihre alten, ihr altes Pflanzenmaterial einfach abstirbt und sie auf dem absterbenden Material immer weiter nach oben wachsen, während das absterbende Material sich immer weiter mit Wasser vollsaugt und quasi funktioniert das wie ein rosa Schwammkörper, der dann eben entsprechend immer mehr in die Höhe wächst, wie es jetzt hier eben angedeutet ist bei 2. Und jawohl, dann quasi immer weiter in die Höhe wächst und ja, jetzt kann man sich streiten, ob das der Begriff Hochmoor daher kommt, dass es quasi wirklich ein erhöhter Bereich ist, der auch noch immer weiter wächst, solange das Moor intakt ist. Und diese Torfmoose immer weiter quasi ihre eigene tote Substanz anreichern, die sich wieder mit Wasser füllt, das Wasser wieder hält und dieses Material immer weiter nach oben wächst. Und eben dieses tote Torfmoosmaterial, das ist dann Torf. Wer hätte es gedacht? Und dieser Torf ist halt eben ein sehr, sehr kompaktes Material, das kaum abgebaut wird, enthält demzufolge sehr viel Kohlenstoff. Durch den geringen Abbau bzw. nur den ganz, ganz langsamen mikrobiellen Abbau enthält es auch viel Methan, an sich auch ein guter Brennstoff, kennt man von Erdgas, das ist nichts anderes. Und Torf lässt sich super toll verfeuern, insbesondere in moorreichen Gebieten wie zum Beispiel Schottland, in denen sie keinen Wald mehr haben, weil sie den Wald schon vor vielen, vielen, vielen hundert Jahren abgeholzt und verfeuert haben, lässt sich damit toll heizen. Das ist im Prinzip das einzige Heizmaterial, wenn man nicht irgendwie was von sonst wo importieren möchte. Ja, leider dauert eben die Anreicherung von großen Torfpaketen, der dann auch noch genügend dicht sein muss. Also das Zeug, was gerade abgestorben ist, taugt nicht zum Verbrennen. Das muss schon ein paar Meter tief sein. Also so ein Moor kann durchaus mal 10 Meter Höhe erreichen, wenn es ein großes ist. Also das ist jetzt keine Seltenheit. Und so ein Torf muss halt wirklich lange, 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 viele, viele, viele hundert Jahre da eben erstmal liegen, bis er eine, naja, heizbare Substanz quasi bildet. Wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen so ein Moor nochmal überschüttet wird von irgendwelchem Material und dann komplett unter Luftverschluss und hohem Druck, weil zum Beispiel die Alpen drüber wandern oder eine riesige Lawine, Gerölllawine wohlgemerkt, alles zudeckt und Kontinentalverschiebung dann nochmal, keine Ahnung, kilometerweise Material drüber aufhäuft, dann haben wir genug Druck, auch im Erdinneren, dass das Zeug derartig verfestigt wird und derartig thermisch umgesetzt, dass tatsächlich dann Öl oder Kohle
eben entsteht. Und das dauert aber Jahrmillionen, ich weiß auch nicht wirklich wie viele, aber unglaublich lange, also Zeithorizonte jenseits unseres Vorstellungsvermögens. Und das ist halt eben das Problem mit eben fossilen Brennstoffen. Also da gehört Torf im Prinzip, ist so die Vorstufe von wirklich fossilen Brennstoffen. Und ja, wenn man die eben verbraucht, sind sie weg, weil es gibt erst frühestens in 1 Million Jahre, von mir aus auch 100.000 Jahre, ist ja auch egal, Nachschub. Von daher, fossile Brennstoffe verbrauchen ist böse. Und wo kommen sie her? Unter anderem aus dem Moor. Also die Höhe der Bäumchen, die hier noch aus dem, ja eigentlich sind es ja noch Sträucher, also es ist botanisch gesehen ein Baum, aber jetzt nur noch Wuchsform Strauch bzw. Zwergstrauch fast schon, wenn man so möchte. Man kann jedenfalls schön an der Höhe der Vegetation erkennen, wie dick der Torfbereich hier ist und wie schlecht die Nährstoffversorgung bzw. wie viel Wasser an der entsprechenden Stelle gespeichert wird. Und das ist dann in solchen Bereichen, wo man überhaupt keine Vegetation mehr sieht. Ich vermute mal, wenn jetzt Sommer wäre, wäre da ein See, besonders schön zu sehen, dass da quasi wirklich nichts mehr geht. Und das Einzige, was da noch wachsen kann, bestimmte rasenartige Strukturen, Gräser und eben halt das allgegenwärtige Torfmoos, ist das Einzige, was in solchen wirklich schwierigen Bedingungen noch wachsen kann. Eine einfache Definition von Hochmoor ist übrigens, dass es dann ein Hochmoor ist, wenn der Nährstoffeintrag tatsächlich nur noch durch den Regen erfolgt. Also auch ein sogenanntes Regenmoor, das ist ein Synonym für Hochmoor. Bei einem Niedermoor, also einem Moor, das auch schon Torf ansetzt und Torf hat, aber eben noch eine gewisse Nährstoffzufuhr aus dem Grundwasser einfach hat, weil das normale Grundwasser darauf von woanders zufließen kann, immer noch mehr Nährstoffe enthält als der Regen allein, weil das ist ja bloß kondensiertes Wasser. Kaum Nährstoffe drin. Daher ein Hochmoor, immer nur Nährstoffeintrag aus dem Regen allein. Das ist so ein bisschen, die Definition ist eigentlich kompliziert, das ist jetzt nur die für den Hausgebrauch, ne? Also ich finde solche Moore halt einfach einmalig schöne Landschaften, insbesondere natürlich auch im vergehenden Winter, wenn da noch so ein bisschen Schnee liegt. Das sieht doch schon toll aus. Dass ich eine gewisse Liebe zum Moor habe, könnte auch daran liegen, dass ich quasi im Moor aufgewachsen bin. Naja, nicht ganz. Aber mein Vater war eigentlich, man könnte sagen, Moorforscher von Beruf wegen, also Botaniker, aber speziell auf Moor, zumindest die letzten Jahre seines Berufslebens fixiert. Und demzufolge durfte ich als kleines Exemplar meiner selbst ganz viel in Mooren rumstapfen. Und wirklich auch abseits der Wege, was man ja normalerweise jetzt als normaler Tourist bitte strengstens unterlassen soll, einfach wegen dem Nährstoffeintrag. Ich habe es ja irgendwo da hinten schon mal kurz erzählt gehabt. Jedes bisschen Dreck, was man am Schuh hat, ist schon ein Nährstoffeintrag, stört schon die Ökologie des Moores. Und wenn man noch so wissenschaftliche Ziele verfolgt, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, wenn es nicht wirklich für den Fortschritt der Wissenschaft dringend erforderlich ist, ist es eine ganz miese Idee, so einen Weg hier zu verlassen. Also echt blöde Idee. Wenn wir die Natur erhalten wollen, die wir so gerne haben wollen, ist es wirklich ganz wichtig, dass man im Moor auf den Wegen bleibt und schon gar nicht irgendwo Feuer machen oder so. Bloß nicht! Auch wenn man jetzt sagen könnte, man könnte ja im Winter wirklich mit Schneeschuhen durch sowas durchlaufen, würde man jetzt keine Vegetation kaputt machen. Aber auch dann hätte man immer noch einen gewissen Nährstoffeintrag und außerdem leben hier alle möglichen interessanten Vögel. Auch teilweise sogar noch im Winter oder der Fuchs hat sich hier irgendwo verkrochen oder sonstige Viecher. Auerhahn. Auerhahn ist tatsächlich auch nochmal ein Thema, der sich in solchen Bereichen dann durchaus auch nochmal ein bisschen verstecken könnte. Insbesondere im Winter, dann kommt er da gut durch, ohne nasse Füße zu kriegen. Also, nee, das sollte man wirklich nicht machen. Und alleine auch schon, um ein gutes Beispiel zu geben und nicht hier vorzumachen, man kann im Moor sonst wo rumstapfen. Zumal, wenn man das mit Schneestuhlen tut, dann sieht ja jeder die Spuren. Wichtig, das war mir jetzt nochmal ein Anliegen. Nachdem ich euch die ganzen anderen tollen Moorpflänzchen, die jetzt halt alle unter dem Schnee liegen, nicht zeigen kann, gehen wir noch mal ein bisschen spezieller auf die Bäume ein. Also die beiden typischen Moorbäume sind einmal hier die Birke, das ist noch ein sehr hohes Exemplar, die werden nachher noch deutlich kürzer, und die Kiefer. Und hier kann man auch schon ganz schön erkennen, die Wuchsform wird zunehmend krüppeliger und die Moorkiefer, die eigentliche Moorkiefer, die das jetzt hier wahrscheinlich noch nicht ist, da müsste ich mir die Nadeln genauer angucken, hat dann eine extrem krüppliche Wuchsform und also für forstliche Zwecke überhaupt nicht zu gebrauchen. Die sieht dann aber eigentlich auch wieder ganz schön aus. Das ist dann aber eine rein ästhetische Geschichte. Und so ein Moor sollte man einfach allein deshalb bewahren, weil es halt einfach schön aussieht und da einfach hergehört und die Dinger selten sind. Und
Das ist wirklich so ein bisschen so eine ethische Geschichte. Auch noch sinnvoll, Moore zu bewahren, ist halt einfach, weil dieses ganze Methan, das im Torf enthalten ist, dieses so halbgärende Material, wenn man den Torf quasi großflächig abbaut, ob man ihn jetzt verbrennt, das ist nicht so schlimm, weil dann wird das Methan ja zu CO2 abgebaut und CO2, gut, CO2 ist auch nicht gut für die Atmosphäre, das wisst ihr hoffentlich, aber Methan ist, glaube ich, 200 mal so schlimm wie ein Molekül. Also ein Molekül Methan hat den 200-fachen Treibhauseffekt von einem Molekül CO2 und das wäre also katastrophal. So der Klima-Super-GAU, den wir Forscher annehmen, wäre, wenn in der Arktis der Permafrostboden, also die Böden, die ständig gefroren sind, aufgrund der globalen Erwärmung auftauen würde und das Ganze da im Boden gespeichert hätte. Also dieser sehr moorartige Boden, der wirklich viel Methan enthält. Teilweise gibt es da richtige Methan Lagerstätten drin. Wenn das alles entweichen würde, weil halt der Boden getaut ist und das Ganze als Gas einfach in die Atmosphäre ausgasen würde, kein Mensch kann prognostizieren, was da mit unserem Klima los wäre. Also Szenen wie in irgendwelchen tollen Filmen wie The Day After Tomorrow, ich habe da irgendwann schon mal drauf hingewiesen, wären dann noch nicht mal wirklich so richtig unrealistisch. Kein Mensch traut sich da irgendeine Prognose zu machen. Man kann nur sicher sein, dass das katastrophale Auswirkungen auf unser Klima hätte. So Sachen wie globales Aussterben von hier uns, ist da wirklich nicht so super unrealistisch. Ich persönlich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es sehr realistisch ist, aber das ist nur meine Meinung. Wissenschaftlich gesehen traut sich eben da keiner irgendwas zu sagen. Ich finde, es lohnt sich, sich ein bisschen mit Survival und Bushcraft und ähnlichem Zeug auseinanderzusetzen, für den Fall, dass es denn doch mal tatsächlich dazu kommt. Aktuell sieht es sehr so aus, als ob das bald soweit wäre. Ich bin gespannt. Und so ein Naturschutzgebiet und Bannwald ist natürlich auch ein ganz schlechter Ort, um Birkenrinde zu sammeln. Ne? Wollt's nur gesagt haben. Okay, ich filme mehr oder weniger immer dasselbe. Hier sieht es überall mehr oder weniger gleich aus, aber halt überall doch toll. Tut mir leid. Da hinten kam mir sogar eine Skifahrerin entgegen. Toll, toll. Jo, und jetzt bin ich auch da angekommen, wo ich hin wollte. Das da ist der Wilde See im Kaltenbronnmoor. Also wer da mal googeln möchte, beziehungsweise hier auch mal vorbeischauen wollte, so müsstet ihr den finden können. Und wie ihr seht, so die letzten Bäume, bevor gar nichts mehr geht, nur noch Fichte, Kiefer und hier die Birke. Das sind so die einzigen, die tatsächlich dann noch können. Wobei man sagen muss, die Kiefer schafft es noch wirklich, sich weit im Boden zu verankern und erreicht teilweise auch einfach echt den Boden in diesem Sinne. Die Fichte hingegen, die kann hier im Moor zwar teilweise auch noch, aber die steht wirklich nur noch quasi im Torfkörper, besorgt sich ihre Nährstoffe tatsächlich aus dem erhöhten Nährstoffeintrag, den wir inzwischen durch die globale Düngung, kann man schon sagen, haben, gehört eigentlich klassisch gesehen jetzt nicht mehr so dicht ans zentrale Moor. Das ist also auch eine Folge von eben der menschlichen Beeinflussung der Zusammensetzung der Atmosphäre und der Nährstoffeintrag, der einfach durch den Regen runtergeht, weil wir so schön viel Stickstoff in die Atmosphäre blasen. Durch Kraftwerke, durch Autoverkehr, insbesondere diesen. Dass die Fichte so weit ins Moor reinwandert, wobei, das ist alles so ein bisschen. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, es ist so. Es gibt auch welche, die sagen, es ist nicht so. Man kann sich da ein bisschen streiten. Die Moorforschung, das ist alles so ein sehr, 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 sehr spezielles Spezialgebiet mit vielen, vielen freundlichen alten Herren, die da tätig sind. Also ein richtig, richtiges Moor ist dann tatsächlich jetzt hier eben so eine Fläche. Das bisschen da, wo noch die kleinen buschartigen Bäumchen stehen,
Das ist jetzt so richtig drin. Das ist jetzt eigentlich der Wilde See, wenn man so möchte. Der hat aber auch immer so ein paar schwimmende Inseln zum Teil, die einfach nur aus Torfmoos bestehen. Und das langt dann auf mal manch eine wirklich spezielle Baumart, sich tatsächlich da auch schon so ein bisschen verankern zu können. Aber das ganze Moor ist jetzt nicht so hundertprozentig intakt. Das heißt, wir haben hier auch wirklich einen zu hohen Nährstoffeintrag, wie das jetzt eigentlich natürlich sein müsste. Das ist hier kein Urwald. Er ist fast schon lange nicht mehr genutzt, aber nicht richtig, ein richtig, richtig, richtig altes, völlig unbeeinflusstes Moor vom Menschen. Tja, mal abgesehen davon, dass das Video ja ohnehin schon wieder mal lang genug ist, würde ich euch ja liebend gerne noch ein bisschen was zur tollen Bodenvegetation erzählen, die es hier theoretisch gibt, die man aber schneebedingt nicht sieht. Das fällt jetzt halt eben natürlich aus, weil keine sichtbar und ich komme im Sommer wieder und hole das dann irgendwann mal nach. Mit dem Wilden See habe ich auf jeden Fall mein Ziel erreicht. Da im Hintergrund ist er und ich bin arg dunkel. Naja, müsst ihr jetzt mit leben. Jetzt bin ich weniger dunkel. Also das war eben mein kleiner Moorspaziergang. Falls jemand großer Moorexperte unter meinen Zuschauern ist und ich irgendwelchen Schwachsinn erzählt habe, bin ich für jeden Hinweis, dass das großer Schwachsinn war, sehr dankbar. Meines Wissens und Gewissens ist das meiste, bis auf das da hinten mit der Fichte im Moor. Das weiß ich jetzt auch nicht so hundertprozentig, aber gut. Der Rest müsste stimmen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und bei der Fichte, wer es besser weiß, bitte gerne. Vielleicht irgendein Botaniker, der sich mit Moor auskennt. Ich könnte auch meinen Vater fragen, aber wir Söhne wollen ja gerne aus dem Schatten unserer Väter heraustreten. Ne? Also es ist schon wirklich sehr schön hier, muss ich sagen. Ich hocke jetzt hier noch ein bisschen rum, bis ich genug eingefroren bin. Ihr seht, ich habe jetzt nicht so die ultimativ warmen Klamotten an. Ich habe auch tatsächlich gar keine Jacke mehr dabei, weil ich der Meinung war, ich gehe ja super schnell und dann wird mir ja warm. Das habe ich jedes Frühjahr immer dasselbe Problem. Ich stelle fest, oh, unten ist es warm, ich kann im T-Shirt rumrennen. Oh, ich fahre mal in die Berge und vergesse dann wieder, dass es da in den Bergen natürlich kälter ist. Wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen was auch immer. Und bis zum nächsten Mal und Dankeschön fürs Zuschauen. Jawohl. Und ich habe jetzt sogar ein Outro mittlerweile. Keine Ahnung, ob das überhaupt so heißt. Werdet ihr gleich sehen. Noch die kleine Ergänzung. Lieber Mountainbiker, du hast ja in deinem Video, was du mir entsprechend da auch verlinkt hattest, darauf hingewiesen, dass da überall Moorleichen liegen. Da hast du interessanterweise noch nicht mal so unrecht. Ist tatsächlich so, dass aus früheren Zeiten wirklich immer erstaunlich viele Leute tot im Moor gelandet sind. Erstens gab es damals mehr Moore. Man kann also davon ausgehen, dass eine gewisse natürliche Mortalität tatsächlich da war von Leuten, die ins Moor gelatscht sind. Torfstecher, die irgendwie abends noch bei der Arbeit waren, dann kam Nebel auf, dann haben sie sich tatsächlich so doof verlaufen und sind in ein so tiefes Moorloch getreten, dass sie tatsächlich dabei umgekommen sind. Das kann passieren. Wie gesagt, mein Vater war sehr lange Zeit Moorforscher, der steckte auch mal in einem entsprechenden Loch und wenn er nicht irgendjemand dabei gehabt hätte, der ihn wieder rausgezogen hat, von alleine wäre er da nicht mehr rausgekommen. Also das geht schon. Man kann ja tatsächlich wirklich drin versinken. Und es gibt auch interessante Studien dazu, dass auch gerne mal anderweitig totgekriegte Leichen im Moor abgeladen werden, weil sie da so schnell halt nicht gefunden werden. Also heutzutage, ich gehe mal davon aus, dass es mittlerweile recht selten ist, aber damals war das Moor immer sehr beliebt, um seine Leichen zu entsorgen, wenn man aus welchen Gründen auch immer welche produziert hatte. Also Moorleich ist tatsächlich was, das findet man schon mal ab und zu in so einem Moor, also früher. Wie gesagt, es ist heutzutage jetzt nicht mehr so aktuell, vermute ich. Das nur noch als kleine Ergänzung. Und fast hätte ich sogar mit trockenen Füßen wieder zurück zum Auto geschafft. Fast.